Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Nioh 2. Ja, die Folge ist gerendert, lädt jetzt gerade hoch und ich muss einfach weiterspielen. Ach man, wer hätte das beim letzten Mal wieder gedacht, aber ich hab, wie gesagt, das ist ja das Schlimme an dem Spiel, es macht ja trotzdem Spaß. Das ist das Schlimme an dem Spiel, es macht Spaß. Und deswegen werden wir hier auch weiter Spaß haben. Haha, Freude, Freude. So, der hartnäckige Imagawa. Machen wir jetzt. Husch-husch-Geste. Wir kriegen eine Glewe dafür. Wildschwein, Dingster und so einen ganzen Kram halt. Wie es scheint, treiben sich im Gebiet der Oda noch immer einige Anhänger des Imagawa-Clans herum. Sie planen möglicherweise die Ermordung von Fürst Nobunaga, um ihren gefallenen Meister zu rächen. Das dürfen wir natürlich nicht zulassen. Halten wir sie auf, bevor sie ein echtes Problem werden. So wie du. Verstehe ich nicht. Mein Kopfhörer sitzt irgendwie nicht auf dem Kopf. Weiß ich auch nicht. Okay, das klingt nicht nach Yokais. Kannst du sagen, was du willst? Das klingt nicht nach Yuckis. Yuckis und Kratzis. Itchis und Scratchis halt. Na guck mal, den können wir ja gleich besiegen, wa? Was haben wir hier noch? Warum sind die hier gestorben, alle? For real. Das mache ich gleich. Komm, wir sind hart im Nehmen. Sind hart unter. Warum sind hier so viele tot? Aua! Ey, gleich eine Bombe werfen ist aber auch. Aua! Jetzt. Was ist denn hier? Aua! Alter! Wow! Meine Herren! Hat der aber losgelegt! Meine Güte, hast du aber losgelegt auf einmal! Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass er auf einmal so Kette gibt. So, den machen wir natürlich auch noch. Einfach nur, um Gegenstände zu finden, ne? Was hat der denn da für ein tolles Feld? Entscheide dich, was du drauf haben willst. Nehmen wir den noch mit. Und dann... Hallo? Und dann haben wir hier auch alle erledigt. Going. Going. Und ja, er wechselt jetzt. Ich versuche, ein bisschen Haltung zu wechseln, weißt du? So, wir haben jetzt alle drei hier vernichtet. Ich habe keine Ahnung, was wir Tolles bekommen haben. Das da und das da. Ist das noch irgendwas? Oh, Level 26er lila Lundenschloss. Lundenschutz, Gesundheitsentzug. Volltreffer. Eigentlich? Ich meine, wir treffen ja immer voll. Hut des Meisterbogenschützens. Das ist es nicht mal mehr wert, so einen Helm zu tragen. KI-Regeneration. Jetzt hat er ja auch nichts Tolles, der Hut. Alle tragen jetzt das hier, wa? Das ist ein Gyrost. Handschuh des Mino. Ding. Angriff mit bloßen Händen, das braucht ja auch keiner. So, dann können wir jetzt ja nochmal ganz kurz hier und dann können wir... Mein Gott, ist hier was los? Was kommt denn auf mich zu? Apropos, was kommt auf mich zu? Wir haben eine Locke des Samurais. Nutzen wir mal... Das hier müssen wir nutzen. Heiliger Geisterstein.
Zack. So. Locke des Samurais können wir hier reinmachen und dann mehr Bogenschutzschaden machen. Und dann können wir uns nämlich noch ein Level up machen. Das wäre auch noch ganz faszinierend. Noch einen auf Stärke gehen für Verteidigung, oder? Geh mal hier auf Herz. Dass das auch auf Herz und Nieren geht, ne? Ja, so sieht's aus. So, jetzt weiß ich natürlich, mein Gott, ist hier was los. Da. Geht da so ein paar. Auch mit deiner scheiß Hacke da. Autsch, wo kam der her? Warum sind denn hier so viele? Ich muss mehr Schaden machen. Toll, dass wir auch überhaupt nicht getroffen haben. Hat sich echt begeisternd angefühlt, dass wir überhaupt nicht getroffen haben. Jetzt weiß ich aber auch, wie sie da hinten gestorben sind. Wir haben einfach überhaupt nicht getroffen bei dem... Wir müssen da mehr Schaden machen. Da muss ich auf die hohe Haltung gehen, so wie immer. Jetzt weiß ich aber, wie sie gestorben sind. Schön. Weiß das um? Oh, guck mal, hier Level 54. So. Wer weiß, was der für ein Mist dabei hat, ne? Oh, ich bin so begierig darauf, die Leute hier immer fertig zu machen. So, wer hat eigentlich hier die größten Eier? Ah! Wir haben den gefunden mit den größten Eiern. 2200 Schaden. Wir könnten hier rein theoretisch einfach nur so machen. Weißt du, wir machen hier so einen Schaden dann damit. Toll. Stimmt, wir sind in einer hohen Haltung. Vergessen. Aber wir machen so einen Schaden damit jetzt. Müssen wir zu ihm kommen. Der Schaden, der Haltungswechsler. Der Haltungswechsler. So. Meine Güte, der war aber schon ein bisschen... War's das? Nee. Der will mir nur volltexten. Der war aber schon ein bisschen schwieriger. Oh, guck mal, wie viele Leute hier tot sind. Geil. Den muss ich mitnehmen. Level 50, alles lila. Alter, hat der einen Riesenhammer. Das hilft ihm leider überhaupt nicht. Das hilft ihm leider überhaupt nicht, dass er einen Riesenhammer hat. Gott, also da hätte ich gar keine Lust drauf. Das wäre mir viel zu langsam. Das wäre mir viel zu langsam. Oh, da hätte ich gar keine Lust zu. Einsamer Wolf. Oh, ist das was Gutes? Kann ich mir das anziehen? Wildschwein-Kammhelm.
Erlittener Schaden halbiert, unversehrt. Halbiert den erlittenen Schaden bei maximaler Gesundheit. Wann habe ich aber mal maximale Gesundheit? Okay, es ist nicht mal mehr ein Set-Teil. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass das vielleicht ein Set-Teil wäre, weißt du? Des einsamen Wölfes. Beinschienen des Meisterbogenschützen. Oder das da. Meine ich das da behalten. Der hat sich jetzt doch nicht so sehr gelohnt, wie ich dachte. Also hier kannst du sehr gut Ausrüstung farmen, habe ich das Gefühl. Da liegt noch irgendwo was. Laut Karte liegt hier noch was. Hä? Ist mich toll? Karte ist hier was Gelbes. Laut Karte ist hier etwas. Tödlich gestürzt oder was, ja. Laut Karte ist hier irgendetwas. Laut Karte ist da unten. Da unten ist so nix. Da unten ist nix. Aber laut Karte ist da irgendwo. Ach. Ich war bestimmt nicht der Einzige, der so doof war, oder? Kommt schon, das will ich jetzt nicht hören. Da ist immer noch was. Deswegen sind die da bestimmt auch alle runtergefallen. Das versuche ich mir jetzt einzureden. Was ist denn für ein Happy? Den schieße ich. Ah, der hat sowieso einen Helm auf, lohnt sich nicht mehr. Ach, der ist auch nicht. Ist ja auch der Einzige hier. Soviel zum Thema, der Einzige. Wo kommt denn auf einmal die ganze Ninja-Bande her? Die Ninja-Bande. Wo kam denn jetzt auf einmal die Ninja-Bande her? Toll. Damit habe ich nicht. Der hat mich. Der hat er sich in die Luft gejagt? Oder hatten die eine Bombe? Hat er sich in die Luft gejagt? Kann er sich. Oh, jetzt dürfen wir alles nochmal machen. So eine Kacke. Wo kamen denn die Ninja? Da sitzen. Da hocken die. Ja, zumindest einer von denen. Schön ausdünnen. Ist wichtig. Der wollte gar nicht weiterlaufen. So, wo kam die Ninja jetzt her? Da hockt einer. Du fucking Riechkolben. Da hockt der einer. Denken sie wären der Ninja hier. Gut, die waren sehr versteckt und waren auch sehr Ninja-mäßig, aber meine Nase juckt deswegen auch. Jetzt hat da bestimmt auch noch einer drin, oder? Irgendwo hier in diesem Gebüsch. Oder auch nicht. Aber der Obertroll ist nicht. Da ist der kleine Hampel. Scheiße Ninjas, ey. Haben sie live gekostet hier. Haben mir Pfeile gekostet. Aber ich denke mal, der Obergroße ist nicht mehr da, oder? Nee, der stand, glaube ich, da auf dem Baum. Aua, damit habe ich nicht gerechnet. Ich wollte eigentlich angreifen. Ich komme hier nicht raus, weil ich finde keine Türen. Wo sind hier Türen? Ich habe da überhaupt nicht rausgefunden gerade. Das war gerade ein bisschen anstrengend. Wir haben die Heilung nicht bekommen. Wie verwirrt, wer hier geheilt wurde. Oh Mann, meine Nase. So, irgendein Ninja, der mich irgendwie wieder überraschen will, indem er da ist. Ich muss mir noch ein paar Pfeile holen. Oh, danke für deine nicht vorhandenen. Ah, da Pfeile. Einer. Naja, gut, einer ist mehr als einer. Also null, also zwei. Also wie auch immer. Okay, dann machen wir jetzt den Hobby da oben fertig.
Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass der uns dann echt noch erwischt. Hä, warum kann er mich durchstoßen einfach? Er macht einfach eine Technik. Einfach, er nutzt einfach eine Technik währenddessen. Toll. Ach, weißt du was, leck mich, ey, ehrlich, das lade ich wieder auf. Ich habe gar keine Lust darauf hier, dass der hier irgendwie einen auf Hacki Kacki macht. So. Ist er wenigstens weg. Oh. Der war ja I. Schiebe hier rum. Okay, den haben wir auch erledigt. Dafür haben wir irgendeinen Hammer bekommen. Oder so. Hyporo-Hammer. Wir brauchten sowas. Ich habe mal einfach Unverwundbarkeit gemacht, weil, ehrlich, das wäre sonst doof geworden, wenn wir da gestorben. Und der war irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwas stimmte mit dem nicht. Der war voll nicht konkret unterwegs, ey. Ach, meins. Kurzes Odachi. Ach nee, da steht nicht kurz. Naja, wenn man es eindeutscht, ne? Kurz. Das ist halt die Übersetzung davon. Hier kommt kurz. Ohne Helm und ohne Gurz. Einfach kurz. Kann das sein, dass, wenn ich jetzt zurückgehe und mich anschreie, am hier, dass denn hier High Life ist und so? Dass das so eine Wellendinger sind? Dass jetzt gar keine mehr da sind? Nope. Kann nicht sein. Ah ja, was soll's. Ich hab sogar geblockt, hier. Ist sogar der Finger drauf auf der Taste. Aber der hat überhaupt nicht interessiert. Schön, danke. Nee, muss nicht interessieren. Nee, das wäre da langweilig, wenn das interessieren würde. Wen interessiert sich schon für die Block-Taste? In diesem Spiel brauchst du keinen Block. Nö. Da brauchst du vielleicht einen Block zum Schreiben, ja, aber... Aber sonst brauchst du hier keinen Block. Ganz ehrlich, geh nach Sido, wenn du einen Block brauchst. Komm schon. Nee. Nee. Wollen wir uns einen Kumpel holen? Ich hole mir mal einen Kumpel, dann brauchen wir den ganzen Kacke nicht nochmal machen. Wir haben genügend Becher. Ah! Aber dafür hätte ich aber jetzt keinen Kumpel gebraucht, bin ich mal ganz ehrlich. Dafür hätte ich jetzt aber keinen Kumpel gebraucht. Bin ich aber mal ganz ehrlich. Warum lebt denn der eigentlich noch? Das ist ein Problem. Ehrlich, der Kumpel lenkt mich eher ab, als dass er hilft. Er stört mich eher, muss ich ganz ehrlich sagen. Der stört mich eher, als was er hilft. Aber hat sich jetzt ja sowieso erledigt, wa?
Ja, hat sie erledigt. Ne, der ist immer noch da. Wenn ein Wirbelwind. Okay, das muss man ein bisschen von näher machen und nicht, wenn er gerade angreift. Okay, hat mich doch noch erwischt, hätte ich nicht, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, der stört mich eher, als was er hilft, ehrlich. Ich meine, es ist schön, dass er da ist und so, aber er stört halt doch ein bisschen. Er stört halt doch ein bisschen. Naja gut, wir haben den nochmal besiegt. Na, guck mal, ein rechtschaffener Jasmin hier. Saphir. Jasphir? Weißt du, was habe ich bekommen? Ach, lass mir Ruhe. Ich habe keine Ahnung, was ich will. Aber der, naja, der ist, wie gesagt, der ist nicht wirklich eine Herausforderung. Brandschutz, Feuerschuss, Entkräftung. Ich mag das hier eigentlich. Also, dass wir da eventuell Leben von bekommen, wenn wir dann auf die rüberprügeln. Das ist eigentlich vielleicht ganz hilfreich. So hier, weiß ich nicht. Du erhältst Kunai. Das ist doch schön. Feuerschirokens. Ach, das sind die explodierenden. Rauchkugeln, Erdfeuer. Das hätte ich noch gerne, wa? Wenn du unbemerkt hinter einen Feind, da könnten wir uns mal so auf den Weg hin machen, wa? Okay, das war aber, wie gesagt, das ist für mich kein... Der war... Den fand ich schon vorhin einfach. Und wenn er jetzt hier nochmal auftaucht, dann ist er nochmal wieder einfach. So schwer ist er nicht, finde ich. Wobei mich echt der Typ ein bisschen abgelenkt hat. Beziehungsweise, der hat ja auch geholfen, weil wir öfter zuhauen konnten, aber ich konnte nicht mein Movement von sonst machen. Aber gut, wir hatten jetzt einen dabei und naja. Unglaublich, dass sie den Kopf ihres Meisters holen wollten. Ist das die wahre Treue eines Samurai? Sie mögen unsere Feinde sein, aber ihre Hingabe ist doch beeindruckend. Nun, da wir Fürst Nobunaga dienen, sollten wir uns in dieser Beziehung ein Beispiel an ihn nehmen. Nein? Einfach, ganz einfach. Nein? Gut. Ach, Illustration. Ah, da ist ein Elefant, der ist so süß. Achso, hier haben wir gar keinen Bazar. Okay. Hier können wir auch nicht. Wir haben echt keinen Heilungssegen, das ist echt bitter. Waffenschmiedtechnisch. Was haben wir denn überhaupt bekommen? Lass uns doch erstmal gucken, ey. Guckt immer nie nach. Hier haben wir so eine komische Glewe bekommen. Glewe. Alles nicht wirklich irgendetwas, was sich lohnt für uns, ne? Nicht wirklich irgendwas, was sich lohnt.
Ist halt langsam mal von dem Ding hier, aber ich mag die Autobergung halt. Aber ich brauche davon nichts. Also können wir auch wieder ganz genüsslich kaufen und verkaufen. Davon haben wir gar nichts gebraucht. Na gut, alles weg. Naja, sind immerhin 17.000, ne? Mein, warum nicht? Sollte man mal haben. Warte, die Messer habe ich geblockt, ne? Können ja auch einfach mal zum Spaß den hier blocken. Und dann ist alles gut. So, haben wir wieder ein bisschen Geld zusammengekriegt. Die will immer noch nicht, dass wir sie weiter lieb haben. Okay, das war relativ einfach. Fehlberechnung kommt jetzt. Ich habe keine Ahnung. Wir kriegen ein Speer des Kriegers. Ich weiß nicht. Würdest du mir einen Gefallen tun? Aber du darfst Tokirishio nichts davon erzählen. Ich habe etwas sehr Wichtiges in Okizahama verloren. Dort wimmelt es nur so von Yokais. Da würde ich nicht lange durchhalten, auch wenn ich das nicht gern zugebe. Deshalb möchte ich, dass du es für mich holst. Tut mir leid, dich damit zu belästigen zu müssen. Aber würdest du das für mich tun? Das Stück ist absolut unersetzlich. Was ist das? Würdest du für mich den Speer von Meister Dosan wieder beschaffen, meinem verstorbenen Schwiegervater? Yichititsu-Soldaten haben das Anwesen besetzt, aber ich kann nicht tatenlos zusehen, wie sie ein so besonderes Andenken schänden. Wir machen erstmal hier oben. Weil das ist, das hier, Hidetatsus letzter Wunsch ist Stufe 40 und das hier unten ist Stufe 41. Und das hier oben klingt nicht, dass hier Yokais rumhüpfen. Und ich bin ja einfach kein Fan von Yokais, ne? Die machen ja doch ganz schön Bum-Bum. Die machen Bum-Bum. Oh Gott, wenn ich jetzt die ganze Zeit aufnehme, ne? Dann halt, na gut, wir spielen einmal noch am Montag Nioh 1, aber da brauche ich mich ja gar nicht mehr anstrengen. Da rutschen wir jetzt ja nur noch so durch. Oh, das ist da. Ah, hier sind wir. Wunderschön. Okay. Na gut. Wir schauern da mal. Ich mag viel lieber gegen Menschen kämpfen hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wesentlich angenehmer. Will ich das daran, dass wir sie so schön niederprügeln können hier? Entweder ist es das. Oder ist es... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, weil ich gerne Menschen töte. Ich weiß es nicht. Aber hier liegt schon mal kein Gift. Die sollen ja, soll ja auch irgendwie weggegangen sein durch die Schreine, die wir zerstört haben. Ich weiß aber nicht, es sollen 4 Stück gewesen sein. Ich habe keinen Plan, ob wir alle 4 gefunden haben. Lass ihn zu mir kommen. Kostet Ausdauer. Macht dann das so. Der macht aber auch seinen Angriff nicht, ne? Bin ich mal ganz ehrlich, den macht er auch nicht. Der will er nicht machen, der Schlingel. Naja, ist nicht wirklich schwer hier. Sie sind einzeln, das ist easy going, wenn sie einzeln sind. Wenn sie einzeln sind, mache ich das gerne. Komme ich von hier? Ist ja unfassbar. Von wo ich überall komme, ist ja unfassbar. Okay. Kein stinkender Stinkninja, der hier rumstinkt. Das hat ihn aber interessiert, das ist gut. Guter Freund. Klar, er wird jetzt auch sterben, aber... Wir prügeln uns schon durch die Verteidigung durch. Wer? Ich habe das Geräusch gehört, dass ich angegriffen... Aha. Aha. Nee, das sind keine Bogenschützen.
Vielleicht sind es doch Bogenschützen. Habe ich einfach nichts gesagt. So. Ist da oben auch Ruhe?